einen wunderschönen guten Tag zurück bei Way of the Hunter. Wie ihr seht, habe ich schon mal vorgespult. Und wo kam denn das jetzt gerade her? Wird nicht angezeigt. Okay, ich habe vorgespult. Es ist früh am Morgen. Und ich würde mal jetzt zu dem Hochstand hier gehen. Oder Anstand, besser gesagt. Anstand, Hochstand, wie auch immer. Und ja, dann da einfach mal gucken, ob wir unterwegs was finden, ob wir irgendwas sehen oder. Und wenn wir da angekommen sind und vielleicht doch nichts gefunden haben oder sowas, beziehungsweise die Zeit geht ja weiter, dann werden wir zu unserem, zu unserem Hügelchen, Berg, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, da wo die, weite, kahle Fläche ist, da werden wir dann hinreisen und uns den Rothirsch anschauen, wie bei dem es vorangeht und sowas. Und vielleicht noch eine Gemse schießen und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen der Plan gerade für mich. Und ich finde das hier gerade sehr hell. Oh, viel besser. Entschuldigung. Okay, da haben wir ein Samba, ein männliches. Da haben wir einen Siegerhirsch, einen männlichen. Und der macht, ach Gott, der macht wieder einen Terror. Den männlichen Samba, den werden wir jetzt verscheuchen. Weil der Wind genau in die Richtung geht. Da komme ich auf keinen Fall näher ran. Und außerdem ist hier überall Gemse, okay. Außerdem ist hier überall Dschungel und Wald und sowas. Da wird es also sowieso schwierig. Naja. Oh. Hier ist noch eine Bedürfniszone. Die würde ich mal fix mitnehmen. Hallo? Na. Samba, Esen oft, okay. Direkt beim Lager. Wir können ja trotzdem mal kurz hochgehen. Wir werden den höchstwahrscheinlich verscheuchen. Aber was war das? Aber ich kann ja mal versuchen, einen Hochstand aufzubauen. Vielleicht sehen wir ihn ja tatsächlich. Okay. Ein Weißwedelhirsch. Na komm, guck mal einfach mal. Vielleicht sehen wir ihn ja. Auf geht's. Wo soll der denn sein? Irgendwo hier drüben. Ja, bitte. Ich mache alle einen Krach hier, ne? Warte mal. Nee. Da ist das Lager, da kommen wir gerade her. Kann ja mal gucken, ich habe ja einen Locker mit. Ah, man sieht da nichts, ne? Ich habe ja einen Locker mit, mal gucken. Schlechte Fitness? Rothirsch? Aha, da hinten sind also wieder Rothirsche. Interessant. Das könnte mir gefallen. Tja, der Weißwedel meldet sich gerade nicht. Gerade so schön. Da ist er. Na, mal gucken, vielleicht kommt er ja. Das Gute ist, hier oben haben wir nicht so die Probleme mit dem Geruch und sowas. Da ist also auch ein Samba. Die sind also noch da. Wir könnten versuchen, noch ein Stück weiter hochzukommen. Aber wie gesagt, der Wind geht genau in die Richtung. Und wenn wir weiter hochgehen, dann glaube ich nicht, dass das was wird.
Wir könnten hoffen, dass der vielleicht hier hochkommt. Dass wir einen Schuss setzen können. Dass wir uns überhaupt erstmal angucken können. Aber. Ja. Ist da unten auch was? Ich muss halt jetzt erstmal kurz warten. Vielleicht doch mal das andere ausprobieren. Vielleicht ist es doch ein gutes Männchen. Also mit über 50%. Kann ja gut sein. Da hinten, oh, große Wildschweinherde. Nicht schlecht. Hier kracht es überall, ne? Aber man sieht halt nichts. Durch dieses ganze Gestrüpp und sowas sieht man nichts. Gucken, vielleicht kommt er da rauf. Oder er ist schon weg. Das kann natürlich auch sein jetzt. Ja, Samba ist noch da unten. Sambar. Ich sehe aber auch nichts. Nicht, dass irgendwas jetzt da hochkommt, den Hügel. Wo kam das her? Ah, da unten ist also auch ein Samba. Na? Jetzt ist er da drüben. Ich warte noch mal ganz kurz. Mal gucken. Vielleicht kommt er ja doch noch hoch. Möglich ist es. Dass wir wenigstens mal einen Blick drauf werfen können. Das wäre ja hübsch. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt näher rangehe, dann sind die weg. Dann kann ich das vergessen. Oh, da kommt was. Der kommt. Der kommt gerade hinter den Palmen lang. Der kommt gerade hinter den Palmen lang. Weißwedelhirsch. Männlich. Was haben wir denn da? Erwachsen. Ein Stern. Naja. Aber so groß ist er nicht. Der kommt aber auf gute Fitness. Dann würde ich ihn mal lassen. Er kommt auf gute Fitness. Tja. Ist jetzt nichts super Besonderes. Hätte er 2 Sterne gehabt, hätte ich mich jetzt gefreut. Aber ja, mit 1 Stern. Ist okay, aber ja. Ich schreibe mir mal auf. Den können wir ja beobachten. Bei welcher Hütte sind wir denn jetzt? Welches Lager ist das? Lagerplatz. Aha, gut. Schreibe ich einfach Lager Süden, oder? Das passt dann. Ich brauche bloß erstmal den richtigen Stift, so. Lager Süden. Dann haben wir um 7.30 Uhr ein Weißwedel. Ein Stern erwachsen. Gute Fitness schreibe ich mir mal dazu noch. So. Habe ich mir reingetragen in mein Büchlein. Und dann. Ja, können wir ja später nochmal wiederkommen. Da fangen wir hier unseren Tagesrhythmus immer an und dann würde ich da einfach mal rübergehen ein Stück, weil wenn da eh die oh,
War das gerade der Weißwedel? Dann würde ich mal darüber gehen, wenn da nämlich das Rotwild rumsteht. Dann können wir da ja auch nochmal gucken. Ja, da können wir auch nochmal gucken. Vielleicht sehen wir da ja was. Mal schauen. Wäre ja ganz hübsch. Rotwild mag ich ja hier sehr gerne. Sehr, sehr gerne, weil da sehen schon die Kleintiere sehr, sehr gut aus. Was steht denn da? Ist das was? Ah ja, Tatsache. Was ist das? Irgendein Hirsch, ne? Hm. Okay, ich stelle mir hier wieder eine Giraffe auf. Oh, die sind ja direkt vor mir. Oh, oh. Die haben mich gesehen, oder? Oh, Junge, Junge, Junge. Die sind direkt vor mir. Krass. Und die haben mich nicht mitgekriegt. Ach du Scheiße. Ah, die sehen halt so riesengroß aus, die Dinger, ne? Ausgewachsen, ein Stern. Der wird aber nicht mehr. Der hier könnte was werden. Erwachsen. Erwachsen, ein Stern. Oh Gott, die sind ja... Die sind mickrig. Der sieht hier schon gut aus, aber... Ja, bloß ein Stern, ne? Da sieht der... Der hingegen sieht besser aus als die hier. Die sehen ja furchtbar aus. So richtig winzig. Ich weiß nicht, holen wir uns den ausgewachsenen wenigstens? Weil ich glaube nicht, dass der noch megamäßig hochgeht. Nein, nicht. Würde ich trotzdem schießen. Den hier können wir noch ein bisschen lassen, aber der ja? Nein, nicht die Stinger. Und eigentlich könnte man die Jungen, die Erwachsenen, die hinten stehen, die könnte man wegmachen, die da. Aber ich würde jetzt das Ausgewachsene nehmen, weil bringt einfach mehr Geld. Weil die hier, die könnte man wegmachen. Der mit dem Großen nicht, aber die hier auf jeden Fall. Die sind kümmerlich. Der da auch. Der ist ja wirklich kümmerlich. Der ist ja gar nichts. Okay, wir gucken mal. 100 Meter. Zack. Und dann schauen wir mal. Vielleicht dreht er sich ein bisschen. Und wir können einen Schuss landen. Na bitte. Gut. Gehen wir mal gucken. Voll cool, dass gleich Rotwild direkt hier ist. Mag ich sehr gerne. Wo ist denn mein Marker? Ist weg. Warum? Na gut. Die standen direkt hier vorne, aber trotzdem. Warum ist mein Marker weg? Ich habe den eigentlich nicht weggedrückt. Na gut, na gut. Ja, hier irgendwo, ne? Muss es ja dann sein. Hallo? Das ist mein Marker. Hab ich den? Hä? War ich so doof und hab den weggemacht? Ich hab den doch nicht weggemacht, oder? Mein Gott, was bin ich denn für ein Idiot? Jetzt finde ich den Anschuss hier nicht, oder was? War das? Das war doch hier. Bist du so dämlich? Ich bin dämlich, oder? Kann nicht sein. Naja.
Oder standen die da hinten? Die standen doch nicht so weit weg, oder? Standen die hier? Ja, lad mal nach. Weiß wieder Hirsch. Ich sehe aber auch gar nichts, ne? Da ist der mal. Hä? Ich bin einfach zur falschen Richtung gelaufen, ich Vollidiot. Oh. Junge, Junge, Junge. Okay. Nehmt's mir nicht übel. Ist schon ein bisschen später heute. Hab jetzt schon ein bisschen was erlebt. Junge, was ist denn mit mir los? Dadurch, dass ich von dem Ding runter bin und mich dann gedreht habe, komplett die Orientierung verloren. Krass. Wahnsinn. Na gut. Naja, gut. Hier durfte es ja dann irgendwo sein, wa? What the fuck? So. Haben wir hier was, Freunde? Der Sonne? Da sieht's gut aus. Guck mal einer an. Okay, er liegt weiter weg, aber er liegt. Oh, das ist nur Code. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die Dings hier. Hallo? Hallo? Jetzt. Esen selten. Naja, gut. So. Jetzt nochmal richtig. Wo geht die Spur lang? Da ist Code. Der hat erst einen Hüpfer hier lang gemacht, ne? Da, genau. Und dann hat er eine Drehung gemacht, ne? Jawohl. Da. Und weiter geht's. Genau. Okay. Wir sind ihm auf der Spur. Alles ist gut. Und wo kommt das? Da unten. Ich gehe mal leise langsam. Oh. Schade. Halt. Das ist die Herde. Ja. Könnte man eigentlich gleich noch einen rausschießen. Warte mal. Dahin wollte ich. Das sind... Sind das Gämse oder Ziegen? Das sind Ziegen, ne? Wilde Hausziege ist das. Okay. Da könnte man eigentlich dann gleich noch einen rausschießen. Von den Jungen. Von den Jungerwachsenen, sage ich mal. Die so kleine Geweihe haben. Hemplerhuhn. Wir sollen Hemplerhuhn erschießen. Aber wir haben keinen Bogen mit. Mist. Und ich sollte mal auf die Blutspur ein bisschen achten. So, wo geht die lang? Da? Da. Okay. Wir haben keinen Bogen mit. Ich bräuchte einen Bogen für das Hemdlachen. Da liegt er. Eigentlich sehr gut, weil dann sehen wir die da drüben gleich noch weiter. Und dann können wir gleich noch einen rausholen aus der Herde. So, da haben wir den guten. Jo, Geschoss ging gut in die Lunge, einwandfrei. Bei denen ist das eigentlich recht einfach, weil, ja, man trifft halt gut die Lunge. 37%, tipptopp, alles easy peasy. Und wir kriegen 542. Schön. Ja, kein symmetrisches Geweih. Alles gut. Verkaufen wir. Danke. So, und dann holen wir uns jetzt hier gleich noch einen raus, wa? Würde ich sagen. Wenn die einmal so schön da stehen.
Würde ich sagen, nehmen wir uns da gleich noch einen raus. Komm, wir nehmen gleich den da. Sollte erreichen. Warte, nochmal. Ich habe zu sehr aufs Bein gezielt, glaube ich. Das war nicht gut. Naja, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken. Die Ränder immer noch, okay. Ich habe zu sehr aufs Bein gezielt. Ich hätte hinter das Bein zielen sollen, ich Idiot. Weil durch den Knochen, da wird doch viel abgebremst. Templerhuhn ruhen oft. Oh, das ist gut. Guck mal, könnte man sogar da oben sich hin platzieren und ganz locker hier wegmachen. Das finde ich ganz gut. Brauchen wir bloß einen Bogen. Samba. Auch wenn die hier ruhen, schöne Sache. Eine schöne Sache. Oh, was haben wir hier noch? Hier hat es auch gerade geleuchtet. Was haben wir hier? Samba. Noch was anderes. Rothirsch. Und Eiswedel. Nett. Oh, gleich so viele Stellen hier nebeneinander. Sika. Alles nebeneinander. Okay, den haben wir schon. Samba. Gut. Gut, gut, gut. Läuft doch prima. Wäre cool, wenn wir die Herde nochmal sehen. Da würde ich noch einen rausnehmen. Den anderen, den Schwachen. Den anderen Schwachen. Damit besseres nachspawnen kann. So. Haben die hier nochmal? Ne, ist die Garusch. Die sind bloß hierher geflüchtet. Okay. Zeig mal her. Oh, das ist wenig. Nee. Ich hätte nicht auf das Bein. Ich bin zu sehr aufs Bein. Das ist am Knochen abgeprallt. Mist. Ach, blöd. Okay. Warte mal, sind sie das? Wo sind sie? Oder? Nee, das ist eine andere. Das sind Wapitis. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine andere Herde. Das sind Wapitis. Aber der erste, der sieht auch gut aus, ne? Oh, können wir mal gucken gehen. Weil die Rothirsche, die sind jetzt da lang irgendwo abgezischt. Mal schauen. Wie weit ist das? 305? Oh, der erste sieht aber gut aus. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, Wind geht genau in die Richtung. Nicht gut. Nicht gut. Stückchen müssen wir noch. Aber hier sind schöne Flächen. Naja. Hier sind schöne Flächen zum Jagen. Noch sind sie ruhig. Wir müssen noch ein ganzes Stück ran. Der Wind ist halt super blöd für uns jetzt gerade. Aber was soll ich machen? Ich würde sie mir trotzdem gerne mal angucken. Ausgewachsen, 2 Sterne. Und der dahinter? 3. Oh. 3 Sterne ausgewachsen. Und da noch ein Sterne ausgewachsen. Den 3 Sterne, den würde ich mir ja gerne mal bisschen näher angucken. Ich habe halt keinen. Also ich habe ein Gewehr mit, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Das war einen Schwächeren da rausnehmen. Ja, der Dreier. Vielleicht kriege ich doch noch mein Vierer Wapiti. Den da würde ich gerne rausnehmen. Nee, den da, ne?
nee, einer von denen da vorne. Die. Die einer. Die würde ich gerne rausnehmen. Ich guck mal, ob ich eine Giraffe aufstellen kann. Ohne dass sie abhauen. Noch sind sie ruhig. Okay. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, so eins. Es würde reichen. Es würde reichen. Ich würde mal einen Schuss versuchen. Bei den Schwächeren hier. Mal schauen. Mal schauen. Gämse? Ne, wilde Hausziege. Punkt habe ich gesetzt, ne? Ja. Und die sollten wir uns mal merken. Schreibe ich mir kurz auf. Beim Lager Süden. Anstand. Um 8.30 Uhr. Wapiti. 8.30 Uhr. Ausgewachsen. 3 Sterne. Ja, können wir morgen nochmal hingehen oder hierher kommen. Mal gucken. Wir können uns ja so ein kleines Hin und Her machen. Ah, da sind Ziegen. Das wäre cool, wenn wir da auf den Hochstand kommen könnten. Jetzt haben wir so jung. Was Schönes. Ne? Ausgewachsen ein Stern. Warte mal, da vorne ist noch eine. Ausgewachsen ein Stern. Und da sind die... Da könnten wir auch noch mal gucken. Wir gehen erstmal wegen dem Wapiti gucken. So. Tasche mitnehmen. Auf geht's. Wir gehen wegen dem Wapiti gucken. Und dann gehen wir zurück zum Hochstand. Ah, es ist Mist, dass ich bei dem... Beinknochen, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es dürfte eigentlich der Schulterknochen sozusagen sein, bei den Tieren. Eine richtige Schulter haben die ja nicht, aber ja. Wenn man das mit uns vergleicht, dürfte das der gewesen sein. Der Vorderlauf-Oberknochen. Weiß nicht, wie man das nennt. Bin da leider kein Experte. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Gewehr gereicht hat. Laut Anzeige ja. Aber wie gut wir getroffen haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Luftblasen. Das ist prima. Den kriegen wir. Müssen wir zwar ein Stückchen weiter gehen, aber ist okay. Jawohl. Mal gucken, wie weit er gekommen ist. Halt. Hat er eine Drehung gemacht, oder was? Da. Nach unten, nach oben. Wo ist er lang? Diese Gebüsche, ne? Man sieht einen Scheißdreck. Es ist krass. Ich sehe nichts leuchten. Hier auch nicht. Da. Da sehe ich was Rotes. Jawohl. Da geht's weiter. Da. Da muss man ganz schön gucken manchmal. Gar nicht so leicht zu sehen. Ah, ich glaube, ich sehe ihn, oder? Nee.
Junge, ist der noch bis zum Wasser runtergekommen? Krass. Ah, da liegt er. Ja, fast bis zum Wasser. Junge, Junge. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Feine Sache. Ein Wapiti. So, dann komm mal her, mein Guter. Da war gerade Weißwedelhirsch, ne? Oh, war fast so weit hinten. Ah, gerade noch so getroffen. Weil er in Bewegung war. Ah, ich hätte ein bisschen eher abdrücken sollen. Aber hat trotzdem noch gut genug getroffen. Beide Lungenflügel erwischt. Alles gut. Ist ein gewöhnlicher. Und wir haben... Was? Das waren zwei... Ach, das war der zwei Sterne. Der hatte 86%. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Alles gut. Ich dachte, ich habe den einen Stern erwischt. Aber der hat sich dann scheinbar noch ein Stück nach vorne bewegt. Interessant. Ja. Ah, da asymmetrisches Geweih. Hängt ganz schön runter auf der einen Seite. Ja, ist viel länger da. Sieht nicht so schön aus für eine Trophäe. Deswegen alles gut. Ja, kriegen gut Geld. 777. Finde ich gut. Und ja, war ein guter Schuss. War alles gut. Alles prima. Wir verkaufen. Danke. So, jetzt ist die Frage. Ja, genau. Wir gehen wieder da hoch. Ja, dann geh doch weg. Zischt der hier rum. Und erschreckt mich noch, der Weißwedel. Als wenn ich mich davon beeindrucken lasse. Kann ich auch. Naja, da haust du ab. Weg ist er. Gut, wir gehen in die Richtung. Ja. Ein Stück weiter drüben sogar noch. Auf geht's. Ich will zum Hochstand. Oh, jetzt hat jetzt der Wind sogar in eine für uns sehr gute Richtung gedreht. Das finde ich sehr hübsch. Na, guck mal doch mal. Was haben wir hier? Samba. Oft sogar. Oh, hier haben wir sogar noch mehr. Feldhase. Na, schau an. Und... Achso, das hat man ja schon. Feldhase, das war es nochmal. Alles gut. So, 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 so. 400 Meter ist das. Das dürfte der sein, ne? Ich gehe mal ein bisschen in die Hocke. Weil wenn die Rothirsche da noch sind, dann würde ich dann natürlich die Herde weiter ausdünnen wollen. Und mal gucken, ob wir da noch was schießen können. Ob ich dann besser treffe. Mal gucken. Mal gucken. Wildschwein, männlich, okay. Okay, okay, okay. Naja, wie gesagt, der Wind steht gut für uns. Und wir durften eigentlich gleich den Hochstand wiedersehen. Da ist er. Perfekt. Ich würde mich trotzdem mal ganz kurz umschauen wollen. Bevor wir zu dem Hochstand da gehen. Ob ich irgendwas da in der Nähe sehe. Ja, da sind nämlich Bergziegen. Und da hinten sind die... Also unten am Wasserloch sind die Schweine. Da hinten stehen die... Das Rotwild. Da hoppelt ein Hase. Süß. Da ist ein Wildschwein, jung. Das ist ein einzelnes wieder. Ist doch nicht da unten. Das ist da. Da ist die Herde mit dem Rotwild. Und da sind die Ziegen. Und da hinten sind sogar noch Fasane. Ja, viel los hier.
Ich würde ja am liebsten zum Hochstand kommen, aber da sind halt genau die Ziegen. Und ich will nicht unbedingt, dass das Rotwild da abhaut. Ich würde halt einen von den beiden hier, würde ich wegschießen. Am liebsten den da hinten, der hat das noch kleinere Geweih. Und ich würde gern einen Punkt mitnehmen für meine Skillung und da in den Hochstand zu kommen. Das wäre toll. Ich versuche es jetzt. Wenn es scheitert und alles abhaut, dann ist es halt so. Da kann ich nichts gegen tun. Sorry, meine Nase kribbelt gerade ganz doll. Ein Moment. So, besser. Ja, ich versuch's, aber ich glaube, dass die Hirsche und sowas dann abhauen. Weil die kommen halt auch immer näher. Ich sollte das ganz normale. Ich sollte die Graffe jetzt nehmen. Weil sonst hauen die gleich ab. Ah, oder? Ich versuch's. Ich versuch's. Das Problem ist. Wenn ich die Leiter erreiche, ist alles gut. Wenn ich die Leiter hochkletter, ist auch noch alles gut. Wenn ich aber oben bin, das ist zu laut, scheinbar. Weil das ist mir schon mal passiert und da ist alles abgehauen. Ich bin ganz leise, ganz vorsichtig. Ganz leise, ganz vorsichtig. Mich sieht gar keiner. Ja, Fasane da unten. Können wir dann auch noch einschießen, wenn sie nicht abhauen. Switchwing kommt hier hoch, ne? Ah, Switchwing kommt hier hoch. Ich höre es schon. Ich höre es. Oh je. Die hauen alle ab. Die sind gleich. Die Ziegen hauen ab. Die Hirsche auch. Ja, ich war zu nah dran. Die hauen alle ab. Schade, schade, schade. Die waren alle zu nah dran. Die einzigen, die jetzt noch da sein werden, sind die Fasane. Ich gehe mal hoch. Vielleicht kann ich den Fasan von hier oben schießen. Ah, schade. Ich hätte einfach die Giraffe nehmen sollen. Aber ich wollte versuchen, ob wir einen Punkt kriegen. Mist. Naja. Was soll's? Was soll's? Gut, Fasane. Zeigt euch. Da. Ausgewachsen 3 Sterne. Na hallo. Ausgewachsen 3 Sterne. Was ist da los? Jung 1 Stern, erwachsen weiblich. Ja, krass. Nehmen wir ihn mit, oder? Ist da ein Unterschied? Die sehen haargenau gleich aus, ne? Ich versuch mal. Ich versuch's mal. Okay. Ist dem total egal, oder was? Jetzt habe ich ihn erwischt. War viel zu weit hinten und viel zu weit oben, aber ich habe ihn erwischt. Der erste Schuss war dem total egal. Krass. Und die Ziegen sind gar nicht so weit gerannt. Das Rotwild ist weg. Okay, ich sollte mir den mal kurz. Wo ist er? Da. Kurz markieren. Das ist schon wieder neue Bedürfniszonen. Hier hatte ich doch eigentlich abgedingstelt.
Und von da kam, also von da kamen, glaube ich, die Wapitis nach oben. Die hatten da ihren Bereich. Wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche. So, na gut. Gehen wir mal gucken. Holen wir uns den noch. Und vielleicht kriegen wir noch ein Zieglein. Auf geht's. Wind steht ja gut für uns. Nehmen wir noch die Bedürfniszone hier mit. Ah, das Rotwild ist im Wald gelatscht, oder? Schade. Hä? Da oben. So, was haben wir hier? Feldhase. Okay. Ich gehe trotzdem mal in die Hocke. Vielleicht kriegen wir noch eine Ziege. Eine ausgewachsene 1 Sterne. Können wir ja auch noch machen. Vielleicht kommt ja was Schönes nach. Fasan, okay. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, das Wildschwein ist auch mit da hinten, ne? Ja. Hi, Freunde. Tier war sofort tot, obwohl man da hinten getroffen haben. Interessant. Interessant. Ja. 63%. Schön. Ausgewachsen. Leider sehe ich da keinen Unterschied. Zur normalen. Ich weiß nicht, ob die mehr funkeln oder sowas. Müsste man vielleicht mal direkt vergleichen. Dass man einen normalen mal gegenüberstellt. Ob man da wirklich einen Unterschied sieht. Vielleicht ist das Gefieder hier besser oder sowas. Oder die Federn hinten sind länger. Ich weiß es nicht so richtig. Hm. Ja, ich würde den aber jetzt verkaufen, weil wir haben den Vierer letztens geschossen. Und das ist vollkommen okay. Und jetzt gucke ich nochmal da wegen dem Ziegen. Ich könnte eigentlich noch mehr Fasane hier schießen, aber weiß ich nicht, ob ich den Dreier jetzt auch noch. Lass den in Ruhe. Ja, der ist noch jung. Der bleibt. So, ihr Freunde. Habt ihr da was? Da war doch einer ausgewachsen. Genau, du da hinten. Dich können wir noch. Hier. Den einer Ausgewachsenen da hinten. Warum nicht? Wie weit ist denn der weg? 216. Versuchen wir noch ein Stück ranzukommen. Vielleicht stelle ich mir doch das Dings wieder auf. Weil da wackelt mein Gewehr auch weniger. Sind sehr praktisch, die Teile. Ich mag die sehr gern. Was kommt hier? Fasan wieder? Oder? Ja, direkt neben mir. Er ist alarmiert. Der Fasan. So. Zack. Ah, diese Hochsitze sind super, ne? Absolut fantastisch. Nein, nicht die Stinger. Ich habe doch zweimal gedrückt. So, Freunde. Ah, wir können auch die da hinten nehmen. Die steht jetzt gerade ein bisschen besser. Die hat sogar gekräuseltes Horn. Die da nicht. Oh, der könnte tatsächlich noch was werden. Also, vielleicht geht die noch ein Stück hoch. Die hat so ein gekräuseltes Horn. Ist also ein Stückchen größer als die da. Seht ihr das? Ja, jetzt sieht man's. Das ist schon cool. Stehen sowieso gerade scheiße. Mal gucken, welche sich eher umdreht. Welche sich eher ein bisschen zu mir dreht. Das wäre halt schön. Wenn sie es überhaupt machen. Ansonsten muss ich nochmal einen kleinen Stellungswechsel machen. Ah, jetzt die könnte ich nehmen.
Kommt schon. Komm und... Mann! Na bitte. Dann nehmen wir halt die. Dann nehmen wir halt die. Was ist da? Ach, männlich, Fasan. Gut, auf geht's. Wann? Ach, das sind Steine. Okay, Steine wollen wir nicht. Aber ich weiß nicht, ich würde mich in dem Gebiet dann hier noch ein bisschen umgucken. Mal gucken, ob noch irgendwo... Guck mal, da hinten. Na, hallo? Warum nicht? Wir müssen nämlich noch ein bisschen Zeit rumkriegen, bis wir rüberreisen. Das wäre ganz gut. Trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass die Hirsche dann abhauen. Naja, haben wir doch heute in der Folge gute Sachen geschossen. Schöne Tierchen dabei gehabt. Jetzt keine super Trophäen oder sowas, aber bringt halt gut Geld und alles, ne? Vielleicht können wir uns dann wirklich mal ein neues Auto kaufen. So, zeig mal her. Und 41%, krass. Obwohl der so eine gekräuselten Hörner hatte. Zeig mal ganz kurz. Ja, hier, das da, ne? Das sieht halt cool aus. Mit dem gekräuselten Horn da. Also auf der Seite. Das finde ich, sieht hübsch aus. Cool. Ja, aber alles richtig gemacht. Wir haben 41%. Alles easy. Schuss war... Naja. Ah, gerade so. Ein Stück weit dahinter hätte gesehen gemusst. Aber es hat gereicht. Alles okay. Es hat gereicht. Oh. Ja. Wir verkaufen. Alles prima. Danke. So, dann gucken wir mal, was das da drüben war. Untersuchen? Achso. Wildschwein. Wirkt frisch. Dann gucken wir mal, was das da drüben war. 200, 240. Ist okay. Das reicht mir. Mir geht es eigentlich darum, erstmal zu sehen, was es ist. Na los, hoch mit uns. So, was seid ihr denn? Ihr seid doch Siegerhirsche, oder? Sambas. Es sind Sambas. Ausgewachsen ein Stern, würde ich nehmen. Schön. Ausgewachsen ein Stern würde ich nehmen. Oh, ich wünschte, ich könnte ein bisschen näher ran. Der ist im, naja, 200 Meter. Reicht eigentlich. Ah, ich habe nur Stufe 5 jetzt mit. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Das Weibchen reicht's. Reicht doch für das. Okay. Kleines Stück muss da noch vorkommen. Ich will dem Weibchen nur nie in den Hals schießen. Na, mal gucken. Was war denn das? Achso. Oh, ganze Herde Wildschweine.
Aber die sind zu weit weg, ne? Oh ne, man sieht es trotzdem, Tatsache. Ah, das ist zu weit weg. Okay, man sieht bloß eins. Kann ich alle erkennen. Schade. Okay, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken. Was wir da Schönes haben. Ah, da hinten rennen sie. Da laufen sie. Ich hoffe, wir haben es erwischt. Gut genug. Aber selbst wenn wir vorne getroffen haben, dürfte es ja trotzdem in die Lunge gegangen sein. Das ist ja recht groß da. Alles. Na? Ausgewachsen. Ausgewachsen ein Stern. Oh ja. Na gut, na gut. Läuft doch gut. Läuft doch gut. Auf jeden Fall genug Tiere hier. Das ist schon schön. Oh, guck an, der ist gleich umgefallen. Den haben wir gleich erwischt. Das ist ja prima. Tippitoppi. So. Ist da Weißwedel? Oh, den haben wir wirklich gut. Den haben wir wirklich gut erwischt. Junge, Junge. Herz. Jawohl. Ein Herztreffer. Sehr schön. Gewöhnlich Samba. 35%. Ach, tipptopp. Alles richtig gemacht. Und schön Geld bekommen. Gut. Können wir verkaufen. Da gibt es was Schönes zum Mittag. Einmal frei. Mitten ins Herz getroffen. Trophäe erhalten. Ich will kurz gucken. Erlege einen Samba mit einem Schuss im Herz. Ins Herz. Nice. Nice, nice, nice. Okay, wir können ja mal gucken. Wenn ich hier wieder hochkomme, ein Stück, dann können wir ja mal beim Wildschwein gucken. Aber vorher sage ich danke an YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge und über Abo, Like und Kommentar würde ich mich freuen. Bis gleich und dann lassen wir die Sau raus.